Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Winter Up. Wir haben heute einiges zu tun. Wir werden Punkt A werden wir die Fenster ersetzen. Punkt B werden wir eine Badewanne bauen und noch ein Fenster hier reinsetzen. Ich weiß nicht, ob wir auch noch irgendwie Toilettenpapier schaffen oder Seife, weil da brauche ich irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie was Pinkes, ne? Aber wir müssen auf jeden Fall die Wand erstmal ein bisschen, ja, korrigieren. Dafür müssen wir leider auch das Glas hier kaputt machen. Hä? Geht auch kaputt. Was? Achso. Jetzt verstehe ich. Okay, wir müssen das hier alles nochmal entfernen. Leider Gottes. Aber ich kann euch sagen, es wird danach auf jeden Fall um einiges besser aussehen. Das dürfte auf jeden Fall klar sein. So. Wir machen die Wand jetzt hier ein bisschen dünner. Und setzen dann die Scheibe einen davor, ne? Also vor diesem Rand. Dafür müssen wir erstmal Scheiben organisieren. Und ich überlege, ob ich vielleicht eine andere Variante von Scheibe nehme. Wir haben ja jetzt die mit dem Rand. Ich hätte aber gerne Glas ohne Rand und dafür muss ich leider nochmal cheaten. Ich cheate ja so gerne. Glas. Glas? Okay, seit wann schreibt man Glas so? Ja, ich meine, ich könnte jetzt weißes Glas nehmen. Wir gucken mal, wie das aussehen würde. So, wir gucken mal, wie es aussehen würde. Irgendwo, wo es auf jeden Fall Platz gibt. Ja, das geht eigentlich, ne? Das geht, das geht, das geht. Okay. Dann nutzen wir einmal ganz kurz den Sheet, um hier kurz was aufzubauen. So, weil ich finde das eigentlich ganz praktisch, dass man quasi Glas auch mit Schüssel bauen kann. Allerdings finde ich es ein bisschen blöd, dass ich das nicht irgendwie selber schüsseln kann. Vielleicht kann man es, ich habe es jetzt nicht getestet. Vielleicht kann man nur Glasblöcke schüsseln. Nee, ich glaube, das haben wir getestet, ne? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, hehe. Hä? Was? Manchmal bin ich auch blöd, ne? Da ist natürlich jetzt ein Milchglas. Aber wenn es nicht anders geht, weil ich will diese Umrandung nicht haben, versteht ihr? Aber vielleicht macht es das auch ein bisschen gemütlicher. Ja, zumindest erkennt man das Glas, ne? Also, gibt Schlimmeres. Ich werde euch natürlich ein bisschen was von dem Milchglas auch reinstellen, dass ihr euch da ein bisschen was nehmen könnt. Ansonsten, wie gesagt, einfach fragen. Ich kann jederzeit hier auf den Server kommen und ein bisschen was reintun. So. Wunderschön. Leider sind wir noch nicht fertig. Ach, okay, Moment. Was? Warum? Ich glaube, mein Charakter ist besoffen. Ich glaube, ich bin besoffen. Okay. Ich brauche Glas. Also, wir nehmen einfach mal dieses Glas hier und werden es einmal kurz testen. Geht es oder geht es nicht? Oh, es geht. Ja gut, jetzt habe ich ja schon gescheatet. Kann ich auch gleich weiter cheaten. So. Hier, schüsselt euch euer Glas selber. Halt, einen hätte ich noch gebrauchen können. Habe ich den noch hier offen? Ach, egal. Ich dachte nicht, dass das geht. Aber gut, schüsseln wir uns ein Glas zusammen hier so. Habe ich halt einmal gescheatet, ist ja auch egal. Der Rest ist hier alles ungescheatet gemacht. Wirklich. Normalerweise cheate ich nicht. Normalerweise. Nur wenn ich jetzt irgendwie zeitlich im Stress wäre, würde ich es tun. So. Wir gehen mal bis hier hin, ne? Dann müsste das Fenster eigentlich groß genug sein. So.
Weißes Glas, da haben wir es doch schon. Ah, ich komme da nicht rein. So. Er muss sich auch den Schnee gleich noch ändern. Ach Gott. Alles muss hier geändert werden. Nein, das war die falsche Stelle. Da haben wir es hingebaut, ne? Ja. Also, ich bin auch gespannt, wie die Badewanne wird. Ich habe viel nachgedacht, wie ich die Badewanne machen möchte. Und ich möchte gerne eine große Badewanne machen, die so in die Ecke eingelassen ist. Vielleicht sogar mit Treppe oder so. Mal gucken. Ich muss dazu sagen, ich bin zwar kreativ, aber die Umsetzung von diesen kreativen Sachen, die ich mir ausdenke, sind nicht immer so, wie ich sie in meinem Kopf habe. Also wenn ihr glaubt, hey, Zero, dein Haus sieht echt voll geil aus. In meinem Kopf sah es geil aus. Davon könnt ihr ausgehen. Also ich fange halt an und dann gucke ich, was daraus wird und dann übernehme ich das halt einfach. Weißt du? Also, ja, habe ich noch Schnee am Start? Doch, nein, das ist weißer Beton. Habe ich eine Schaufel? Ich habe eine Schaufel. Ach ja. So, ist das jetzt richtiger Schnee hier? Glaub nicht, ne? Hallo Leute, ich habe kein Schwert in der Hand. So, jetzt könnt ihr gerne kommen. Ah. Oh Mensch, ich habe mein Schwert weggeworfen. Jetzt komm her. Okay, ich hab's verstanden. Nein, ist okay, nicht töten, nicht töten, nicht töten. Ich geh auf die andere Seite. Ich geh auf die andere Seite, alles ist gut. Geh auf die andere Seite. Aber tötet mich bitte nicht. Oh. So. Vielleicht sollte ich mal schlafen gehen. Vielleicht wäre das eine richtig gute Idee. Bin jetzt momentan auch nicht allein auf dem Server. Elisa ist momentan da. Und sie hat höchstwahrscheinlich noch kein Bett. Ah, oh, guck mal, wie schön das schon aussieht. Lisa baut da übrigens jetzt da hinten. Wir haben jetzt einen neuen hier auf dem Server. Da läuft sie. Und ich tue ihr jetzt mal den Gefallen und wir machen mal Tag. Komm schon. Oh, guck mal, mein Schaufel leuchtet. Ha! Okay, so. Ich wollte den Schnee platzieren, ne? Ja. Ich wollte den Schnee platzieren. Jetzt haben wir auch ein bisschen Schnee. Und wir müssen das hier ein bisschen überarbeiten. Aber das geht eigentlich, das geht eigentlich. Okay, hi. Wir nehmen das hier mal, ne? Und wir werden ganz einfach hier so lang gehen. So. Also, ich habe es auch wirklich so gemacht. Also, die ganze Schneescheiße hier habe ich echt Pixel für Pixel gemacht. Oh. Die ist natürlich jetzt ein bisschen kacke. Das soll natürlich nicht auf dem Glas sein, sondern auch einen kleinen Hover-Effekt haben. So, das soll halt so ein leicht verschneites Ergebnis sein. Ich würde glatt behaupten, ich verbinde die ganzen Sachen einfach mal schnell. Aber dafür muss ich auch nicht extra vorspulen. Geht ja ganz schnell. Da ist da halt nur ein bisschen Schnee abgefallen. Oh, kennt man ja von den Häusern, ne? Die richtig schön so verschneit sind. Dann sieht das ja meist so aus. Ach, der sieht aber gleich aus, Schnee und Glas. So. Nein, nicht dahin. So, richtig schön eingeschneites Haus habe ich. Ja, das sieht schon viel besser aus, ne? Definitiv. Gut. Damit haben wir Fenster Nummer 1 fertig gemacht. Das sieht jetzt auch schon viel, viel besser aus. Dann nehmen wir hier nochmal das schwarze Beton. Viel habe ich davon, glaube ich, nicht mehr.
Es müsste rein theoretisch reichen. So. Ja, sieht auch gut aus. Finde ich zumindest. Alles schön voll Schnee. Ach, ich wollte das Ganze ja viel dünner machen, ne? Ist da ein Loch? Natürlich ist da ein Loch. Gott. So, das Ganze füllen wir natürlich wieder mit Fichtenholz auf. So. Nur um das Ganze dann wieder wegzunehmen. Bullshit. So. Das machen wir mit dem Rest auch noch. Dann müssen wir das nochmal ergänzen. Ach Gott. Ja, das mache ich alles später. So. Finde ich schon um einiges besser, dass wir jetzt hier ein bisschen mehr Platz haben. Ist die. Wie tief reicht die Wand hier? Okay, perfekt. So, weil hier wollen wir dann ein anderes Fenster haben. Ein Fenster, das nicht so, ja, so schmal ist, sondern was reingeht. Allerdings möchte ich vorher die Badewanne da einbauen. Und für die Badewanne brauche ich halt dieses weiße Ton, oder? Dann machen wir es mit Keramik. Aber Keramik zu machen ist, glaube ich, ein bisschen schwerer, ne? Keramik. Weiße Keramik. Ja, dafür bräuchte ich erstmal Ton. Ach du Scheiße. Ja, ich habe von dem weißen Zeug habe ich viel, viel, viel mehr. Weißen Beton habe ich richtig viel. Deswegen nutzen wir den. Ja, ein schönes Haus bedeutet leider auch immer viel, viel Arbeit, aber es wird sich dann im Grunde lohnen, wenn man es dann gesehen hat und das auch für immer dann auf dem Server ist. Also lohnt sich schon. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Quarz. Habe ich hier noch Quarzis? Oh Gott, hier hab ich gar nichts. Was habe ich hier? Schnee, Wasser, Schnee, Bruchstein. Ach Gott. Ah, ich habe alles, außer das, was ich brauche, ne? Ja, schwarze brauche ich noch. So, das war ja nur Schnee. Brauche ich noch irgendwas davon? Ich glaube jetzt gerade, das hier könnte ich noch gebrauchen. Und den weißen Beton brauche ich noch. Okay, was habe ich hier noch drinne? Quarzblock. So. Was ist eigentlich mit dem anderen Kram passiert, den ich hatte? Ich habe hier noch. Ich hatte doch so viel weißen Beton, oder? Ja, machen wir die Badewanne mit Quarz. Aber ich glaube, das wird scheiße aussehen, oder? Ich weiß ja nicht. Füllen wir das Ganze erstmal hier auf. Weil wir können die Badewanne jederzeit vom Äußeren her ändern. Deswegen ist das jetzt nicht so schlimm. Wir bauen sie erstmal auf mit Quarz. Ja, ich brauche hier erstmal. Ah, ich brauche erstmal das weiße Zeug hier, ne? Was ist damit passiert? Ich hatte doch so viel von da oben. Nee, das war alles Quarz. Stimmt, das war alles Quarz. Oh. Oh. Das ist jetzt natürlich ein bisschen bitter. Ich hatte da was an der Seite, das habe ich aber alles zerstört gehabt. Ich brauchte Sand. Natürlich habe ich keinen Sand mehr, ne? Drei Sand, verdammt. Okay, ich organisiere mal kurz alles und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Weißer Beton. Plopp. So, und schon haben wir wieder weißen Beton. Ich habe das Gefühl, dass da alles überall voll weißen Beton ist. Naja. Selbst wenn, jetzt ist es zu spät.
So. Tada! Ja gut, hier fehlt mir noch grauer Beton, aber das geht auch später. Wir mussten halt jetzt einfach nur für die Badewanne ein bisschen was machen. Und rein theoretisch kann ich auch eigentlich die Blöcke hier verwenden. Und zwar. Die Badewanne sollte schon so groß sein. Das wirkt jetzt noch ein bisschen überdimensional, muss ich zugeben. Weißer Beton. Aber das wird noch, das wird noch, wirklich. So, das ist also, ja, unser Rohmaterial. Wir werden jetzt noch ganz kurz hier noch ein bisschen was abnehmen. Die soll ja nicht zu groß werden. Soll halt mit dem Fenster auch bündig werden. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass das perfekt passt. So ist gut, ne? Ja. So, und jetzt mache ich das wie ein Bildhauer und meißel mir eine Badewanne. Meine Badewanne. Ich überlege noch. Vielleicht sollten wir hier noch mal was ein bisschen hinzufügen. Das Ganze dann noch mal ein bisschen weiter abrunden. So. Ja, Badewanne ist soweit fertig. Füllen wir das Ganze mal mit Wasser. Ich glaube, so viel Wasser haben wir nicht mehr. Muss mal ganz kurz hier hin. Nur mal ein bisschen Wasser klauen. Ich glaube, 64 wird da nicht reichen. Ich glaube, ich muss da schon ein bisschen mehr Wasser mitnehmen. Ist halt eine Badewanne, ne? Also da kommt natürlich ein bisschen mehr Wasser rein als üblich. So, zack, zack. Das war's schon? Nee, weißt du was? Oh Gott, nein. Oh, jetzt habe ich das ganze Bild genommen. Ah. Ein bisschen Wasser ist ja noch drin, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Wasser kostet, das Ding zu füllen. Alter. Was ist denn los mit dir, Spiel? Kann ja wohl nicht wahr sein. Oh. Richtig schön voll machen, das Ding. So. Und schon. Ah, guck mal, wie schön. Ah, wie schön das aussieht. So, wir können jetzt natürlich auch versuchen. Wir haben ja jetzt hier noch unseren weißen Beton. Ich gehe mal wieder kurz zurück in den Spielmodus hier. Zack. Das war. Der hier weißer Beton. So, wir gehen auf Replace und auf Connected Material und dann gucken wir mal, ob das vielleicht darin sogar noch ein bisschen besser aussehen wird. Das Innere müssen wir nicht machen, nur das Äußere halt. Sieht zwar halt dann genauso aus wie dann die. Was soll das denn? Wie die Wand, aber. Hey. Ja, cool. Ja, doch, gefällt mir mehr. Gefällt mir mehr. Viel mehr. Machen wir die Treppe auch gleich so. Zack. Oh, ich habe bei der Treppe ver. Ich habe bei der Treppe verkackt. Oh, wie konnte ich nur. Wie konnte ich es nur wagen? Oh.
Gut, das erklärt auf jeden Fall einiges. Ja, doch, das hat mehr Stil. Guck mal hier, ich kann baden. Moment, ich mach mal einen Screenshot davon. So, ich in der Badewanne. Sollte mich ausziehen vorher. Und es schneit draußen, perfekt. Screenshot. Aber gucken, wir sind ja noch nicht fertig für heute. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun, ne? Hilfe, was drücke ich für Knöpfe? So. 1 Milliarde Screenshots gemacht. So. Hier soll noch ein Teppich im besten Falle hin, ne? Und weil es das Badezimmer ist, natürlich in Blau. Habe ich noch irgendwas Blaues? Ich habe meine ganzen Sachen verschwendet jetzt in letzter Zeit. Ein bisschen viel verschwendet. Ja, das muss ich dann für die nächste Folge vorbereiten. Aber gut, was haben wir denn alles noch so Schönes? Licht. Wir könnten ein bisschen dezent Rot mit reinbringen. Wir haben derzeit nicht viele Farben, ne? Also ich muss für die nächste Folge echt Farben organisieren. Naja, gut, dann hilft ja nichts anderes, ne? Also ich habe hier, mit allem, was ich gebaut habe, ich habe alles verschwendet, was ich hatte. Ich habe keine Farben mehr übrig. Das ist natürlich Kacke. Aber gut, was fehlt hier noch? Das Fenster, das hier hin soll. Plus Ablagefläche für diesen Bereich. Den werden wir jetzt mal ganz kurz hier einfügen. Zack. So, das soll nur so eine, ja, so eine Abladefläche werden. Also nichts Großartiges, dass da halt ein paar Sachen hinkommen. Und damit wir hier wirklich ein. Vielleicht mach einfach einen roten Teppich hin. Stimmt. Eine gute Idee. Wir machen einen roten Teppich hin. Natürlich alles aus Beton, weil mehr haben wir nicht. Was habe ich da noch? Ich habe noch rote Keramik hier. Ist nicht schlecht. Vielleicht mache ich aus dem Granit die Seife. Klingt doch gut, oder? So. Bis dann. So, okay. So. Ich muss auf jeden Fall Farben organisieren. Das geht nicht anders. Heißt, in der nächsten Folge haben wir ein paar mehr Farben. Hoffe ich zumindest. So ist zumindest der Plan für mich. So. Das ist gut, das ist auch gut. Und hier machen wir halt rot. Nicht so rot. So rot. So, sehr schön. Ja, also viel besser. Das wird auch später hier mit dem hier passen und allem drum und dran. Also rot wird hier schon sehr ausschlaggebend sein. Und jetzt kommt natürlich hier noch ein neues Fenster rein. Da machen wir am besten. Nein! Was habe ich getan? Okay. Machen wir es am besten so. Zack. Dann ein bisschen in die Richtung. Sonst sieht das nämlich ein bisschen zu leer aus, wie ich finde, wenn hier keine Fenster drin sind. Und ich meine, das ist ein Badezimmer, hier sollen alle reingucken, wenn ich dusche. Und alle sehen, wie geil ich bin. So. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Lass mich mal ein bisschen von dem Fichtenholz nehmen und es hier irgendwo aufstapeln. Ja, das, war sehr schlau. Wie viel Holz habe ich denn da rausgeholt?
Blöcke ohne Ende hole ich daraus, ey. So, drei Blöcke habe ich schon rausgeholt aus der Wand. Vier Blöcke. Fünf Blöcke. Sechs Blöcke. Sieben Blöcke. Alter, sieben Blöcke habe ich da rausgeholt aus der Wand. Und da kommt noch mehr. Ich muss nämlich auf der Höhe von dem sein. Der ist so circa 1, 2, 3, 4, 5. 5 von oben entfernt. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Und bei 6 müssten wir da sein. So, bis dahin sollen wir gehen. Oh, guck mal, wie es heller geworden ist plötzlich. Seltsam. So. Und schon haben wir hier. Oh, da fehlt Schnee. Habe ich noch Glas? Quarz, weißer Butter, Fichten, was zum Teufel? Wo ist mein Glas? Ach, das ist mein Glas. Das ist nicht mehr. Was zum Teufel habe ich. Was ist das? Ach, das ist meine Dusche! Das doch. So. Fichtenholzbretter. Mal kurz hier abgeladen und jetzt brauchen wir mein Glas wieder. Nein, das war diese Truhe. Ich vergesse jedes Mal, welche Truhe das war. Milchglas, Milchglas, da. Da ist mein Milchglas. Sehr schön. So, das hier auch vollkommen in Ordnung, dass das hier reingeht und da nicht. Ich finde, ein bisschen Abwechslung tut immer gut. Nicht so, als wäre das jetzt eine Ausrede oder so. Nein, ich finde, das ist gut. Ja, wie gesagt, es ist halt immer ein bisschen Fummelarbeit, aber wenn man im Endeffekt zufrieden ist mit dem, was man gebaut hat, dann finde ich, lohnt sich das immer. Es ist halt so ein bisschen Kreativität freilassen und das tut ganz gut. Oh, siehst du mal. Guck mal, wie schön das schon aussieht, wenn man hier reinkommt. Fehlt halt wirklich noch der Teppich und den Teppich werden wir jetzt nochmal schnell platzieren. Der wird. Ehrlich gesagt, ein bisschen schwerer. Weil den würde ich gerne rund machen. Oder ich lasse das wirklich so. Ah, ich habe eine So, da haben wir unseren Teppich auf der Seite. Dann, ja, ich glaube, das sollte erstmal reichen. Ne? Wenn man jetzt hier reinkommt, richtig schön. Ah, kann sich sehen lassen. Ist zwar ein bisschen blöd, dass der Teppich genauso wie die Tapete ist, aber ey. Also gibt's Schlimmeres. Ja, ich denke, damit sind wir eigentlich soweit fertig mit dem Badezimmer. Jetzt kommen halt wirklich nur so Kleinigkeiten. Aber ich würde sagen, die Kleinigkeiten werden wir uns dann für ein anderes Mal aufheben. Das heißt, wenn wir jetzt die ganzen Möbel gesetzt haben, dann kommen halt die Accessoires. Ne? Halt also ein Stück Seife, Toilettenpapier. Wobei, Toilettenpapier können wir eigentlich hier noch schnell machen. Haben wir noch Eisen hier? Nö. Wollen wir Toilettenpapier machen? Ich glaube, Toilettenpapier ist gar nicht so einfach. Moment, ich habe einen Plan. Komm, wir machen noch Toilettenpapier heute und dann war's das. Dann dürften wir eigentlich auch wieder
genug geschafft haben für heute. Und dann sind wir auch mit dem Badezimmer vorerst fertig. Es kommen natürlich noch Accessoires und so weiter und so fort. Die Frage ist aber nur, ob wir das dann auch zeitlich alles schaffen. Weil wir haben jetzt schon bald Ende Dezember, ne? Und bis dahin muss ich halt fertig werden. Ich muss bis zum 31. War das 31.? Bis zum 31. muss ich fertig werden. Weil 31., also Silvester, wird das Server für euch abgeschaltet. Ich werde dann noch ein bisschen was rumprobieren. Aber das ist eine andere Geschichte. So. Ich glaube, ich hätte weiter weggehen müssen von der Toilette, oder? Ja, es geht. So. Das machen wir dann am besten mit Quarz. Ja, ich komme jetzt natürlich. Ich komme da jetzt natürlich nicht drunter. Da muss ich leider ein bisschen tricksen. Und dass ich jetzt die richtige Größe erwischt habe. Ich Glück. Ich habe Glück. Das Toilettenpapier soll natürlich nicht so weit runterhängen, ist ganz klar. Deswegen schnipseln wir das hier ab. Toilettenpapier ist fertig. So. Dann sind wir soweit fertig. Accessoires und so weiter, das kommt noch dazu. Aber dann widmen wir uns als nächstes dem Wohnzimmer. Das wird recht schnell gehen, weil hier kommt eigentlich nur ein Schrank hin, Nachtschränkchen und vielleicht noch ein Wecker drauf. Was gehört alles in ein Schlafzimmer? Das machen wir dann morgen. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Haut rein, euer Zero. Tschüss.